habe diese Konferenz ins Leben gerufen, weil es sehr wenig Forschung dazu gibt, wie Informationstechnologien für mehr nachhaltige Modelle eingesetzt werden können. Wenn Sie schauen, wir haben die letzten 160 Jahre unsere Erdkruste ausgebeutet und wie keine andere Generation vor uns. Und das ist in unsere ökonomischen Systeme eigentlich nicht eingepreist. Die Verknappung ist eingepreist, aber dass wir unseren Planeten bis dahin ruiniert haben, ist eigentlich nicht eingepreist. Und wenn man Jesus 2 Gramm Gold hätte investieren lassen, müsste man ihm heute das 16-fache der Erdmasse zurückzahlen. Und daran sehen wir eben auch, wie nachhaltig unsere ökonomischen Systeme sind. Ein Beispiel ist der Emissionshandel. Das ist zwar ein Modell, was schon wieder in Verruf gekommen ist, weil es scheinbar nicht gut funktioniert, aber ich glaube, das ist der politische Aspekt, der dabei nicht funktioniert. Das Modell an sich ist hervorragend, denn man hat gesehen, dass in sehr, sehr kurzer Zeit diese Zertifikate sehr viel günstiger geworden sind, weil die Unternehmen CO2 eingespart haben. Diese Veranstaltung ist für uns eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass Regionalisierung, Verankerung in der regionalen Wirtschaft kein Widerspruch mit internationalen Aspekten sein kann, denn gerade das Web ist ja ein übergreifendes Thema, was lokale und globale Aspekte zusammengeführt hat. Wir wollen uns der Frage widmen, wie ökonomische Auswirkungen zusammen mit der Internettechnologie zusammenfließen, welches die großen Herausforderungen sind, wo wir stehen und was noch zu tun ist. Dabei wollen wir Handlungsempfehlungen entwickeln, die wir auch der Politik weitergeben können, um die Situation, Investitionen in IKT-Industrie und auch Neugründungen zu unterstützen und zu motivieren. Ja, die Thematik trägt weiter. Das Thema Kommunikation, Information und deren Elektronisierung hat so viele Facetten und wirkt so tief in die Traditionen unseres Selbstverständnisses hinein, wie auch die Art und Weise, wie wir unsere Zukunft gestalten, dass da noch viele vertiefte Analysen und Forschungen und vor allem auch Diskussionen stattfinden müssen, gerade auch zwischen den Generationen. Unser Fachbereich sieht sich ja auch der IKT sehr verbunden, gerade auch über die Forschungsaktivitäten unseres Kollegen Herzogs. Von daher ist es für uns hier auch eine Möglichkeit, die Landesvertretung auch als Schaufenster für Sachsen-Anhalt zu nutzen, um zu zeigen, welche Ideen auch aus dem Land der Frühaufsteher für diese moderne Technologie kommen. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir international arbeiten, dass wir Leute einladen aus unterschiedlichsten Bereichen. I was very excited to be invited to this conference because it's the first time I've seen the question of communication addressed seriously and not just in terms of information and communication technologies linked to economics and what kind of new economic models and directions are we moving in. And I think this is a key topic, the link between these two subjects, so I think this conference can have an interesting future ahead of it. Mir hat die Veranstaltung gut gefallen. Sie war sehr, sehr gut organisiert, nicht nur frontal mit Vorträgen, sondern auch mit dem World Café. Das hat mir eigentlich mit noch am besten gefallen. I thought the conference was really great in several dimensions. One of which I didn't fully expect, to be quite honest, was the diversity of the audience and the speakers alike. So you really got the chance to connect with folks from all over the place, from all kinds of disciplines, and where you find synergies that you didn't anticipate before. That was quite intriguing. Und ich denke auch der Austragungsort, die Organisation, das alles ist passend, toll und danke, würde ich sagen. The audience was fabulous, so they were laughing exactly what they were supposed to be laughing, which is a very good sign of them understanding what I was talking about, and these are pretty complex things. I can easily see something similar happening in the future, probably not once, but on several occasions, and we were talking about that with Michael already, how to take this professional relationship further. Was sind neue Forschungsansätze in unserem Bereich? Wie können wir Disziplinen miteinander verschränken, um zu neuen Ideen zu kommen und zu neuen Modellen zu kommen? Ich glaube, da liegt ein riesiges Potenzial brach. Und wenn wir es schaffen, so eine Art Forschungsagenda, vielleicht nicht auf dieser Konferenz, aber vielleicht spätestens auf der nächsten oder übernächsten zusammenzubringen, kann ich möglicherweise auch Politik überzeugen, kann ich Förderer überzeugen, kann ich Stiftungen überzeugen, in diesem Bereich Research zu finanzieren, Forschung zu finanzieren.